Ja, herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast in der Kulturbrauerei, genauer gesagt im Museum in der Kulturbrauerei. Hier wird zurzeit, oder eigentlich ist es eine Dauerausstellung, Alltag in der DDR gezeigt. Nun gibt es ja auch noch ein DDR-Museum. Was unterscheidet Sie denn von diesem, Herr Lukasch? Ja, zunächst einmal herzlich willkommen hier in der Kulturbrauerei Prenzlauer Berg. Das ist schon der erste Unterschied. Wir sitzen nicht in Mitte, sondern wir sitzen hier im ehemaligen Ostteil, also in der ehemaligen Hauptstadt der DDR, und haben das Thema Alltag in der DDR bewusst auch hier angegliedert, weil es viele Verbindungen zu diesem Stadtteil gibt, die wir auch typisch für den Alltag finden. Und das Besondere an unserer Ausstellung ist, dass Sie eben nicht nur einen Überblick über die DDR-Geschichte bekommen, sondern sich auch anhand von biografischen Beispielen einen vertieften Blick über das Leben in einer Diktatur machen können und über die Besonderheiten, die das mit sich bringt, und die Schwierigkeiten, aber auch vielleicht die zum Teil etwas, ja, kuriosen Geschichten. Der Besucher kommt jetzt als erstes hier in diesen Raum. Und womit wollen Sie ihn hier einstimmen? Ja, zunächst einmal muss man sagen, die DDR oder die Wiedervereinigung ist 25 Jahre her. Für viele Menschen ist der Zeitraum DDR-Geschichte schon sehr weit weg. Internationale Gäste verbinden mit der DDR zum Teil gar nichts, außer vielleicht, dass sie es mal gehört haben oder schnell im Reiseführer gesehen haben. Insofern ist der Raum wichtig, um überhaupt einzustimmen, was ist eigentlich die DDR, was war das Besondere, wo war sie und wann ist sie zusammengebrochen? Also insofern einen ereignispolitischen Rahmen zu setzen, um überhaupt über den Alltag sprechen zu können. Dafür dient dieser Raum, aber sicherlich auch, um darauf hinzuweisen, dass die Propaganda eben ein ganz wichtiger Teil eben auch dieses SED-Regimes war, vom Anfang bis zum Ende, und dass dementsprechend dieses ständige Einhämmern von sozialistischen Parolen allgegenwärtig war. Und wir schauen uns dann später an, welchen Effekt das auf die Menschen hatte und ob das überhaupt noch gewirkt hat. Wird nach fast 30 Jahren die kürzeste sein. Und in diesem Sinne, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Genossinnen. Ja, sozialistisch arbeiten, lernen und leben, Parolen über Parolen hier in diesem Raum. Ja, wir haben ja unten bereits diese politischen Slogan auch gelesen und auch natürlich hier oben in dem Bereich das Kollektiv und der Einzelne, so ist dieser Raum überschrieben, sind diese Parolen allgegenwärtig. Uns interessiert jetzt natürlich die Frage, wie unten schon gesagt, was bedeutet das für den Alltag der Menschen? Wie lebt man mit diesen Parolen? Verändert sich das über die Zeit? Und was bedeutet das Ende der 80er Jahre, wenn man im Prinzip diese Slogan überall sieht, der Sozialismus siegt, es gibt eine bessere Zukunft? Aber die Realität am Arbeitsplatz, und deswegen sind wir hier auch in dem Bereich der Arbeit sozusagen, die ist eine andere. Und wie geht man damit um? Wie geht man mit Mangel um? Wie geht man mit diesen Widersprüchen um zwischen dem, was man offiziell sagt und auch vielleicht selber sagen muss, und dem, was man alltäglich erlebt? Und wie sind die Leute damit umgegangen? Ja, sicherlich ganz unterschiedlich. Zu Beginn der DDR waren diese Slogan und dieser Aufbruch ja durchaus für viele noch glaubwürdig. Spätestens aber dann 1953 mit dem Volksaufstand in der DDR wurde schon klar, okay, all das, was uns versprochen wird, offener, neuer Staat, das wird nicht durchführbar sein. Und das bedeutet eben auch schon 1953 die Entwicklung von Kampfgruppen am Arbeitsplatz, also die verstärkte Entwicklung. Und das ist sicherlich etwas, was sehr einschneidend ist. Und im Laufe der Jahrzehnte verändert sich das natürlich, bis man Ende der 80er Jahre tatsächlich in einer Situation steht, in der jeder weiß, so geht es eigentlich nicht weiter. Nur offiziell sagen können das am Anfang nur wenige. Es ist erstaunlich dann aber, wenn man sich die Berichte anschaut oder die Filme, die wir auch hier haben, zum Beispiel von Eike Misselwitz oder von anderen, die Filme gedreht haben, Dokumentarfilme, wie offen die Menschen Ende der 80er Jahre über die Missstände in der DDR sprechen. Klar ist uns natürlich, dass wir nicht den Alltag von so vielen Millionen Menschen in einer Ausstellung darstellen können. Also das heißt, man musste Schwerpunkte setzen. Und wir haben uns gefragt, welches sind so die wichtigsten Bereiche, die einen Alltag betreffen. Und dann gehört natürlich das Thema Arbeit nicht nur im selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaat, sondern auch für uns heute dazu. Aber es geht auch um die Frage der Besonderheiten. Der Umgang mit Mangel oder Konsum, das war immer ein ständiges Thema in der DDR. Deswegen haben wir diesen Bereich auch ausgewählt. Und einen dritten großen Bereich, da geht es um die Frage, wie haben sich die Menschen arrangiert, welche Teile hat man vielleicht in das Privatleben zurückgezogen, um dann nach der Wiedervereinigung festzustellen, dass viele von den privaten Kontakten dann aber auch Teil des Überwachungsapparates des Ministeriums für Staatssicherheit waren.
Wo haben Sie diese Dinge eigentlich alle her? Ja, zum Teil kommen die Objekte aus unserer knapp 800.000 Objekte umfassenden Sammlung, die wir stiftungsweit haben. Aber zum Teil sicherlich auch dann, wenn wir gezielt etwas suchen, etwas recherchieren. Wenn Sie zum Beispiel dann hier auch die Werkbänke nehmen, die Sie als Objektträger hier sehen, um eben auch das Thema Arbeit aufzurufen, dann haben wir uns auf die Suche gemacht, gibt es noch etwas, das uns hier helfen könnte. Bis hin aber zum Museum hier in Berlin, von dem wir eine Dauerleihgabe haben, die eine Originalwerkbank eben auch noch haben. Und das Besondere an dieser Originalwerkbank ist, dass sie eben auch noch Theaterkarten beinhaltet. Wie kann man sich denn jetzt hier als Besucher diese Geschichten erschließen? Ja, also ganz genau, es geht uns vor allem um das zeitgenössische Bild, das es eben auch gab, damit man also nicht rückwirkend über einen Alltag spricht, an dem man sich vielleicht nur in Einzelheiten erinnert. Eine Besonderheit, zum Beispiel das Thema Arbeit. Es gab viele Menschen, erinnern das, die in der DDR gelebt haben, die Notwendigkeit, ein Brigadetagebuch oder ein Brigadebuch zu führen. Es gab diese Aufteilung in einzelne Brigaden und somit gab es dieses Buch, das eigentlich einen politischen Gedanken hatte, nämlich den Erfolgsnachrichten auch niederzuschreiben und Planerfüllungen niederzuschreiben, aber auch politische Parolen sozusagen zu bestätigen durch den Alltag. Wir können uns ja gerne einmal eins anschauen. Wir haben hier ein originales als Objekt ausgestellt, aber um eben diesen Blick zu haben, haben wir auch die Möglichkeit, hier eins herauszunehmen. Das ist also eine Kopie eines Brigadebuchs und das ist ganz interessant. Wenn Sie es nämlich aufschlagen, dann sehen Sie, am Anfang gibt es genau diese Losungen, es gibt dieses Politische ganz stark, das eben auf, in dem Falle auf den Parteitag, den 8. Bezug nimmt. Wenn Sie dann aber weiter blättern, dann wird es eigentlich ganz interessant, dass im Verlauf diese Brigadebücher zu immer mehr einem Erinnerungsbuch auch werden, dessen, was die Brigade selber gemacht hat. Hier Faschingsfeier 76 bis hin dann zu Ausflügen oder eben andere Besonderheiten, die man sich hier nochmal anschauen kann. Und für uns ist eben genau dieser Widerspruch zwischen dem eigentlich politischen Instrument und der Nutzung dann das Interessante. Und hier kann man sich wirklich sehr lange in den Geschichten auch vertiefen und einen Einblick in diesen Alltag der Brigade bekommen. Ja, also das Spannende auch an dieser Ausstellung ist natürlich, diese biografischen Besonderheiten auch hervorzuheben. Also wir können nicht den Alltag aller Menschen abbilden, aber wir können Beispiele bringen. Dieses Beispiel, dass jemand versucht, aus der DDR zu fliehen und diese Flucht aber missglückt und er in der DDR bleibt. Die Frage ist jetzt für uns gewesen, was macht das eigentlich dann in der Folge? Denn klar ist, dass das Ministerium für Staatssicherheit sich natürlich auch für die Brigade interessiert und nachfragt, wusstet ihr von der Flucht, habt ihr da mitgeholfen? Und was macht das dann in dem Zusammenleben, wenn dieser Mensch im Prinzip auch wieder zurückkehrt in den Betrieb? Und wir haben ganz spannende Beispiele, ganz unterschiedlicher Art. In dem Fall, den ich erwähnt habe, ist es sogar so, dass sich die Brigade hinter diese Person stellt. Und obwohl es politisch eigentlich gewollt ist, dass die Brigade ihn verurteilt und als Flüchtling eben auch denunziert oder auch schlecht macht, stellt sich diese Brigade hinter ihn. Und es ist ein sehr schönes Beispiel, dass es eigentlich auch so kleine Widerstände immer wieder gab. Und in dem Falle ist es tatsächlich so, dass er zwar Konsequenzen zu spüren bekam, aber er konnte weiter an diesem Arbeitsplatz arbeiten. Und es ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel auch dafür, wie unterschiedlich man mit diesen politischen Situationen umgegangen ist. Da sind wir jetzt auf dem Bitterfelder Weg, Herr Lukas. Ja, auf dem Bitterfelder Weg vielleicht selber nicht, aber in der Tat ist das das Stichwort für diesen Bereich auch, vor dem wir hier gerade stehen. Wir haben eben über die Arbeit, über den Alltag der Arbeit gesprochen. Eine Besonderheit in der DDR ist aber auch, dass über die Brigaden tatsächlich kulturelles Angebot gemacht wurde. Der Bitterfelder Weg greift zur Federkumpel, also dass man im Prinzip auch den Arbeitern ermöglichen sollte, sich neben der Arbeit noch zu betätigen. Das war eine ganz wichtige Idee. Der politische Gedanke ist natürlich, auf diesem Weg die Arbeiter auch wieder anzuhalten, im Marxismus-Leninismus sich zu verhalten, beziehungsweise sie auch so ein bisschen zu kontrollieren. In der Zeit
machen Sie sozusagen keine Dummheiten. Das war die politische Idee dahinter. Für die Menschen in der Erinnerung ist es aber auch eine durchaus positive und gemeinschaftliche Erinnerung. Also man hat Sport getrieben im Fußballverein, man hat eben auch die Möglichkeit gehabt, wie in diesem Fall hier, Ballettstunden zu bekommen über die Brigade. Das ist sicherlich eine Besonderheit hier, nicht jeder hat Ballettunterricht bekommen, aber das ist der Grund, warum auch viele diese Angebote der Brigade durchaus als etwas Positives erinnern, ohne dass man allerdings vergessen sollte, dass die politische Indoktrination da eigentlich immer eine Rolle spielt. Was jetzt die Geschichte der DDR anbetrifft, da hätte man sich ja viele Themen, Schwerpunkte vorstellen können. Sie haben sich Alltag in der DDR vorgenommen. Warum? Ja, wir haben ja noch am Bahnhof Friedrichstraße im Tränenpalast das Thema Alltag der Teilung. Da geht es um Grenze, da geht es tatsächlich um die Frage, was macht die Teilung ganz konkret mit den Menschen? Und wir haben uns dann gefragt, was macht eigentlich das politische System mit den Menschen im Alltag? Wir haben hier die Möglichkeit, uns darüber Fragen zu stellen, warum dieses System so lange bestehen konnte, obwohl es all diese Probleme gab. Welche Bindekräfte gab es in einem Land, das sich eigentlich ja als fortschrittlich bezeichnete oder die Partei sich als fortschrittlich bezeichnete, die Realität aber immer eine andere war. Deswegen haben wir gesagt, ist der Alltag ein ganz spannender Teil, natürlich auch der DDR-Geschichte, weil er uns eben auch erklärt, was eine Diktatur mit Menschen macht und wo auch die Unterschiede zum heutigen System oder zu einer freiheitlichen Grundordnung liegen.